Schockanruf aus dem Stall. Ich bin sofort losgefahren. Leo war übersät mit Pusteln. Ich weiß nicht, was passiert ist. Sein Maul war dick. Er hatte Pusteln im Gesicht, am Hals, am Rücken, am Po, an den Beinen, sogar am Schlauch. Und die Beine waren auch dick. Ich habe sofort die Tierärztin angerufen. Die hat Leo ein Antiallergikum gespritzt. Ich sollte ihm danach die Beine mit kaltem Wasser abspritzen und dann mit ihm Schritt gehen. Das haben wir natürlich dann auch gemacht. Leo hatte zum Glück kein Fieber. Und nach dem Spazierengehen fand ich, waren die Pusteln auch schon etwas kleiner. Ich habe ihm dann nochmal die Beine abgespritzt. Wir haben zur Sicherheit das Heu entfernt, weil da kann ja auch mal ein Halm drin sein, der vielleicht eine allergische Reaktion ausgelöst hat oder ein Stich, das weiß man natürlich nicht. Am nächsten Tag sah das Ganze dann schon viel, viel besser aus. Ich habe dann die Decke runtergemacht, habe ihn einmal angeschaut. Die Pusteln hat man nur noch ganz, ganz leicht gesehen, aber seine Vorderbeine waren etwas dick, weil diese Flüssigkeit eben in die Beine dann sackt. Heute sollte er nochmal einen Entzündungshemmer bekommen, den habe ich ihm dann gegeben, habe ihn dann ganz vorsichtig geputzt, dann nochmal die Beine mit kaltem Wasser abgespritzt und ihn danach geführt und jetzt hoffe ich einfach, dass es bis morgen wieder komplett gut ist.